Hallo, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 12. Februar. Es grüßt wieder Christian Kämmerer. Wir wollen einen Blick auf den DAX werfen, der hier in jedem Falle sehr, sehr interessant daherkommt, aber da in jedem Falle sehr, sehr interessant daherkommt, um hier darzustellen, was da jüngst passiert ist. Wir sind relativ neutral heute in den Markt gestartet. Wir sehen hier links im Chartbild die JFD 24-Stunden-Indikation. Und interessant hierbei, dass wir tatsächlich eben hier halt knapp oberhalb der Unterstützung von 10.600, 10.625 Punkten zuletzt gefunden haben. Dann schleichte sich der Markt mehr oder weniger seitwärts hier in dieses Widerstandslevel, das einste nach oben. Und ja, der gestrige Ausbruchsversuch scheiterte, wie wir hier im Chartverlauf sehen, am gestrigen Abend. Gab es dann hier zur späten Stunde mehr oder weniger einen Ausbruch. Aber letztlich ist hier die Frage, wie das Ganze sich jetzt weiter fortsetzen könnte. Denn nach dem gescheiterten Ausbruch kippte der Markt wieder zurück, eröffnete wie gesagt neutral und schoss jetzt eben unlängst hier ganz klar nach oben. Denn wie man denn hier hört, gibt es da verschiedene politische Meldungen seitens hier der griechischen Regierung in Sachen Hilfspaket oder auch hier Waffenstillstand seitens Putin in Sachen der Ukraine und. Das sind natürlich News, die den Markt hier beflügeln und auch durchaus weiter antreiben können. Tatsache ist aber, der Markt hat ohnehin schon, und da gehen wir jetzt mal hier auf den größeren Verlauf im Tageschart gerade zurück, ohnehin schon hier eine sehr, sehr stabile Verfassung bewiesen hier im Tageschart-Intervall. Wir sehen sehr schön, wie tatsächlich das schon seit langem hier auch immer wieder im JFD Live Trading TV präferierte Niveau zwischen 10.500, 10.600 Punkten hier tatsächlich hielt, dem Verkaufsdruck, dem kurzfristigen Stand hielt und jetzt eben hier mit den aktuellen Newsflow, mit den aktuellen Gegebenheiten dem DAX hier durchaus auf die Beine helfen könnte, um innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, der sich hier sehr schön auf Tagesbasis darstellt, neue Allzeithochs zu erreichen. Heute wäre technisches Potenzial in jedem Falle gegeben, damit wir hier in diese Richtung ansteigen. Doch der DAX ist auch jetzt aktuell schon gute 182 Punkte gestiegen. Das ist eine gute Hausnummer. Im Schnitt bewegen wir uns beim DAX so um die 160 bis eben 180 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt hier rein von dieser Warte aus her nicht mehr viel zu erwarten. Aber aufgrund des Ausbruchssignals, was wir hier, wenn wir nochmal zurück in den Stundenchart gehen, sehen, wird es eben jetzt ganz, ganz spannend. Deswegen machen wir das Bild auch direkt größer, was der DAX jetzt hier in diesem oder auf diesem aktuellen Niveau veranstaltet. Denn wir haben hier diesen Horizontalwiderstand knapp unterhalb von 10.900 Punkten, 10.895, 10.900. Das ist hier diese Zone. Lassen wir uns noch ein Stück weit ausdehnen, dass wir hier besser einfangen. Da muss der DAX jetzt drüber. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt bis zur Mittagspause bzw. bis zu den ersten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe wie jeden Donnerstag um 14:30 Uhr der DAX jetzt hier so ein bisschen verschnauft unterhalb dieses Levels. Kommt es aber dann dazu, aufgrund der positiven Indikation am US-Markt und eben hier diesem vorgeschalteten Ausbruch jetzt, dann, dass der DAX hier über 10.900 ansteigen kann, dann dürfte hier sicherlich relativ zügig das Allzeithoch und die Marke von 11.000 Punkten in den Fokus rücken, was dann natürlich unterm Strich das ganze Szenario einer weiteren Rallye-Fortsetzung begünstigen würde. Und davon muss man dann ausgehen, wenn der DAX hier das Niveau von 10.900 per Stundenschlusspreis überschreitet. Wenn das passiert, dann hat der DAX definitiv weiteren Drive nach oben. Neben dem Arbeitslosen, oder besser gesagt, neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gilt es dann heute um 14:30 Uhr, also vorbörslich USA, hier auf die Einzelhandelsumsätze für Januar zu achten. Man darf gespannt sein, wie die reinkommen, wie die aufgenommen werden. Je nachdem, was da passiert, eben kann es hier zu einem beschleunigten Ausbruch kommen. Unterhalb aber jetzt vom aktuellen Niveau präferiere ich persönlich hier eine Konsolidierungsphase, die sich jetzt hier in jedem Falle zwischen 10.800, 10.900 Punkten darstellen sollte, um dann hier in der Folge einen Aufwärtslauf nach oben zu starten. Das sieht nicht schlecht aus. Man kann sogar jetzt hier auch eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur in den Chart einbringen, ähnlich hier wieder einen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, um die Preisbewegung mehr oder weniger einzufangen. Ja, und da bietet sich hier tatsächlich, wenn die News schwach reinkommen und die Indizes aus den USA, die vorbörslichen bzw. auch der DAX nochmal stärker zurücksetzt, hier im Sinne eines Pullbacks hier tatsächlich nochmal eine schöne Chance zu bekommen,
um hier auch dann in der Folge einem ansteigenden DAX weiter zu partizipieren. Also aktuell hier kurzfristige Rücksetzer sehr wahrscheinlich, würde ich mal präferieren. Also einen direkten Ausbruch jetzt vor den Nachmittagsstunden kann ich mir nicht vorstellen. Kann natürlich passieren, aber warten wir ab, was letztlich der Markt da bietet. Oberhalb von 10.9 dürfte es ein fortgesetztes Kaufsignal geben. Unterhalb von 10.900 Punkten, wie gesagt, kann auch eine Konsolidierung sich nochmal durchaus stärker ausdehnen und den DAX hier nochmal ein Stück weit nach unten hieven. Das, wie gesagt, zum DAX-Ausblick vom heutigen JFD Live Trading TV. Wenn Sie mögen, nachher gibt es noch was zur US-Session, wenn es dann losgeht. Wollen noch mal sehen, was der Goldpreis macht, beziehungsweise der ein oder andere US-Index. Bleiben Sie dabei. Ich sage danke fürs Einschalten und verabschiede mich jetzt erstmal. Bis später. Christian Kemmer und tschüss.